Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Lego City Adventskalender, ein Klassiker. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist der Adventskalender 60436, ab 5 Jahren geeignet und das ist halt wirklich so ein Klassiker. Das heißt, im Prinzip hat man jedes Jahr ähnliche Sachen drin enthalten. So ein oder anderes Highlight dieses Jahr ist etwas ganz Besonderes drin enthalten, über das ich mich schon so freue. Und auch dieser Adventskalender wurde freundlicherweise von meinem Freund zusammengebaut, weswegen ich ihn vor mir habe. Denn dieser Adventskalender wird genauso wie er ist an irgendwen bei mir in der Familie weitergegeben werden. Und derjenige wird sich sehr darüber freuen, gehe ich mal von aus. Der hat regulären Preis von 26,99 €. Ihr bekommt den aber viel, viel günstiger. Ich setze euch einen Link dazu in die Infobox, was ich so gefunden habe. Aber die Preise schwanken halt quasi täglich. Ne? Deswegen schaut einfach, wo ihr den am günstigsten findet oder wartet noch ein bisschen, weil ausverkauft wird der eher nie sein. Und genau. Ich würde sagen, wir stellen den mal hier hinten in den Hintergrund. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ja, wir haben auf jeden Fall hier so ein schönes Weihnachtsdorf stehen. Hier vorne drauf sieht man so ein kleines Wohnzimmer. Ne? Da kann man dann quasi mit den einzelnen Sachen so spielen. Am 1. Dezember haben wir einen lässigen jungen Mann, der mit dem Snowboard durch die Gegend fährt. Witzigerweise ist da auch irgendwie ein Helm drin. Kann man vielleicht seine Haare gegen einen Helm tauschen? Das wäre ziemlich crazy. Der hat einen ziemlich coolen Weihnachtspulli an, das muss man wirklich sagen. Kein Wendegesicht, der guckt einfach grundsätzlich glücklich. Ja, also er kann entweder Haare haben oder halt einen Helm. Ja, ist auf jeden Fall sehr süß, finde ich, ne? Am 2. Dezember haben wir so eine Art Schneeraupe, ich mache ein Loch in den Boden, in klein. Ja, ist ein kleines Fahrzeug, hat bestimmt ein bisschen Spielspaß mit dabei, weil er hier vorne diesen Pika hat, ne? Ja. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und das ist mein ganz persönliches Highlight, denn wir haben hier so einen Golden Retriever Hund und der hat einen Napf mit einem Knochen und ja, das ist schon süß. Der ist schon sehr süß. Das muss ich wirklich sagen. Also, ne? Wenn er jetzt noch weiß, dann wäre es halt Sammy und das ist unglaublich süß. Der hat auch ein Geschirr um und dann, weiß ich nicht, kann man den Napf hier draufstellen? Das ist crazy. Warum? Hier haben wir die Nummer 4. Ein Skateboard und ein Helm. Also wenn der Junge, den wir eben hier drin hatten, keinen Bock mehr hatte, Snowboard zu fahren, kann er auf jeden Fall mit einem geschützten Kopf Skateboard fahren. Okay. Alternativ kann aber auch diese junge Lady, die hier noch am Skifahren ist, mit dem Skateboard durch die Gegend fahren. Genau, die haben wir hier drin und sie hat eine hellbraune Frisur, trägt eine Brille und hat einen Weihnachtspulli an. An Nikolaus hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass wir was Besonderes hier drin haben, aber wir haben hier einfach ein Boot. Und mit diesem Boot und dieser Fernbedienung kann man dann auf einem See fahren. Halte ich persönlich für irgendwie nicht ganz so weihnachtlich, weil ich weiß ja nicht. Normalerweise sind doch in der Weihnachtszeit eher die Seen zugefroren. Nee. Am 7. Dezember werden alle glücklich gemacht, die jetzt nicht unbedingt nur Hundefans sind. Denn hier haben wir zum einen einen Fisch drin enthalten. Ja, ist auf jeden Fall sehr tierreich hier. Und wir haben eine kleine Katze hier drin. Aber die ist wirklich sehr, sehr klein. Das ist quasi ein Kitten. Richtig niedlich. Und wir haben auch noch für beide ein kleines Schälchen, einen Napf hier drin enthalten. Es ist halt mit wenig Bauspaß, aber es ist halt schön, dass es drin ist, würde ich mal so sagen. Und man kann, was mein Freund gemacht hat, tatsächlich hier diesen Fisch in die Katze reinstecken. Okay, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und die beiden, die wir hier jetzt auch schon als Figuren drin hatten, haben nun auch die Möglichkeit, mit einem Roller zu fahren. Und dabei dürfen sie einen Helm tragen. Ich persönlich hätte mich gefreut, wenn wir halt wenigstens den Helm passend in der Farbe zum Roller gehabt hätten. Aber gut, ja, man kann das hier vorne auch so ein bisschen bewegen. Nee, feiere ich nicht so. Also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich hätte hier lieber irgendwelche Geschenke drin gehabt oder ich hätte hier lieber irgendwelche Eisenbahnen drin gehabt. Aber ich feiere das nicht, dass wir halt nur diese Fahrutensilien haben. Ja gut, in der Nummer 9 dürfen wir uns über den nächsten, über die nächste Figur freuen. Das scheint ein Erwachsener zu sein. Er hält ein richtig cool, so ein Cappuccino mit
hier mit Sahne auch in der Hand, was ich schön finde. Oder einen warmen Kakao mit Sahne, ich weiß es nicht. Die hat ja auch so Schneeschuhe an, ne? Deswegen, also weil der Herr hier auch irgendwelche Schneeschuhe trägt, ich verstehe nicht, warum wir hier dieses Schiff drin haben. Der hat eine ziemlich nice Mütze auf, sieht entspannt aus. Also so ein richtig typischer Weihnachtsmarktbesucher. Ich habe es berufen und beschrien. In der Nummer 10 darf es jetzt hier mit einem Eisenbahn-Ding weitergehen. Ja, ne, das haben wir halt immer wieder hier auch so drin. Das ist so ein typisches Ding von Lego, dass sie sowas mit reinmachen. Aber hey, die ist jetzt hier auch mit einer Fernbedienung befahrbar. Am 11. Dezember, die erste Schnapszahl, haben wir hier ein Baby drin. Ich glaube, das hatten wir so noch nicht in einem Adventskalender von Lego, ne? Oh Gott, ist das süß! Das ist wirklich niedlich. Das kleine Baby hat ja auch ein kleines Fläschchen und trägt einen kleinen Weihnachtspullover. Zur Halbzeit haben wir einen entsprechenden Babywagen hier auch mit dabei, auch bekannt als Buggy, ne? Und ja, das ist natürlich, das ist sehr süß. Also mein Mutterherz geht gerade hart auf. Passt ihr da rein? Oh ja, der passt auch rein. Am 13. Dezember haben wir eine Lady hier drin enthalten, was vielleicht die Mutti von dem kleinen Baby ist. Eine brünette Dame, die auf Schlittschuhen durch die Gegend fährt und einen Keks in der Hand hält. Ich weiß nicht. Sie hat auf jeden Fall einen Bommel hinten am Hinterkopf. Das hat eine ähnliche Frisur wie ich, nur dass ihre Haare definitiv voluminöser sind als meine. Sie trägt einen entspannten roten Schal und ich finde es richtig cool. Also diese ganzen ferngesteuerten Sachen, die finde ich nicht so bombastisch, muss ich wirklich sagen. Am 14. Dezember haben wir eine Drohne drin. Ja, und eine Fernbedienung halt auch, ne? Ja, ist halt einfach mal was anderes als die anderen Jahre. Ich weiß ja nicht, am 15. Dezember haben wir hier einfach mal ein Stoffhäschen drin. Das finde ich per se auch wirklich schön, aber bei einem Lego-Adventskalender darf man halt nicht vergessen, dass hier eigentlich auch der Bauspaß im Vordergrund stehen sollte. Und es ist ja halt im Prinzip ein Brick, also da fehlt der Spielspaß ein bisschen, finde ich. Aber es ist süß. Am 16. Dezember haben wir einen Schneepflug hier drin enthalten oder ein Schneemobil. Ist kein Flug, das ist ein Schneemobil. Der hat hier hinten so ein bisschen seine Geschichten etwas lose und auch ein Helm für die Sicherheit ist mit am Start. Aber da kann man wenigstens mal ein bisschen bauen. Ich glaube, das ist so, wenn ich mir das hier auch so von oben mal angucke, mit eins der Teile, die am meisten Steine auch hat. Oh, eine Woche vor Heiligabend haben wir hier eine, ich würde sagen, Chorsängerin oder so. Oder es ist die Weihnachtsfrau, man weiß es nicht. Sie hat auf jeden Fall ein Buch in der Hand, hat ein großes, rotes, langes Kleid an, ein Weihnachtskleid. Was sehe ich denn da drin? Nee, das ist ein Buch. Also ich weiß nicht, ob die jetzt liest oder so oder nur ihren Text da drin findet. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Sie sieht sehr freundlich und sehr glücklich aus und das mag ich. Am 18. Dezember haben wir hier auch eine kleine Miniatur von einem Schlitten mit, also ein Weihnachtsschlitten mit einem Rentier. Das ist natürlich ziemlich süß, ne? Aber es ist halt wirklich nur eine Miniatur. Das heißt, du hast hier nicht die Möglichkeit, dass die Figuren, die hier drin sind, sich hier reinsetzen könnten und so. Das finde ich immer ein bisschen schade. Es ist halt eher so Deko und Zusammenbauen. Am 19. Dezember haben wir etwas hier drin, was wir jedes Jahr hier drin finden, und zwar einen Schneemann. Schade finde ich hier tatsächlich, dass der, glaube ich, eine relativ ähnliche Bauweise hat wie der Schneemann, den wir auch letztes Jahr drin hatten. Kommt mir sehr bekannt vor, denn normalerweise lassen die sich jedes Jahr ein bisschen was anderes einfallen. Auch der Tannenbaum ist jetzt nicht so exorbitant krass geworden. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Da machen die auch jedes Jahr eigentlich einen Tannenbaum rein aus unterschiedlichen Bauweisen. Auch das kommt mir bekannt vor. Ich meine, dass wir das einfach auch bei anderen Adventskalendern schon so gesehen haben. Am 21. Dezember haben wir, das finde ich irgendwie schon wieder cool, so einen Zinnsoldaten drin. Den haben wir halt öfters auch so auf weihnachtlichen Bildern oder so, dass man den sieht. Der hat im Prinzip die Größe von so einer normalen Minifigur halt. So ein Nussknacker wäre noch ein bisschen cooler gewesen. Vielleicht soll das auch an einen Nussknacker erinnern. Zwei Tage vor Heiligabend haben wir unseren Zug hier als Zug drin, ja. Genau, wir hatten ja eben schon so eine Art Zug, aber das war ja eher so der ferngesteuerte Zug, der mit dabei war. Und hier haben wir dann den klassischen Spielzug, womit dann quasi auch die Figuren spielen können. Süß finde ich definitiv, dass sie hier so ein Eis genommen haben, um den Dampf darzustellen. Das ist auf jeden Fall schön gemacht. Zum 23. Dezember haben wir hier noch einen Schlitten drin enthalten. Da passen aber tatsächlich die Figuren drauf, ne? Also, dass die den dann auch irgendwie ziehen könnten oder so. Das ist schon irgendwie schön, auch wenn ich den Schlitten jetzt nicht mega cool finde. Aber ja, es ist ein Schlitten.
Ja, und am 24. Dezember haben wir hier das drin, was wir jedes Jahr drin haben, nämlich den Weihnachtsmann mit seinem Geschenkesack, mit seinem Rauschebart, seiner roten Kluft und einer roten Mütze. Der ist, glaube ich, ziemlich genau so jedes Jahr drin enthalten und ist jetzt eigentlich, ne, es ist das Highlight von dem Adventskalender, wenn man ihn halt wirklich noch nie hatte. Aber es ist jetzt nicht so super überraschend. Kommen wir zum Fazit. Ich persönlich finde, dass wir hier eigentlich mit ein paar Produkten auch was drin haben, was wir so die letzten Jahre noch nicht gesehen haben. Ansonsten ist es einer, der mich jetzt nicht irgendwie vom Hocker haut, mega krass überrascht hat oder sonst irgendwas. Positiv finde ich definitiv, dass wir dieses Jahr nicht irgendwie in drei Kläppchen Geschenke drin hatten. Das haben die ein bisschen anders gelöst, dadurch, dass sie halt quasi diese ferngesteuerten Sachen reingemacht haben oder man quasi einmal dieses Häschen drin hatte oder so. Ich feiere total, dass wir das Baby drin haben. Ich feiere es total, dass wir auch den Hund mit drin haben. Ne? Da geht halt mein persönliches Herz sehr bei auf. Aber man muss halt wirklich gucken, man braucht den nicht jedes Jahr neu kaufen. Aber es ist ein schöner Adventskalender, dass wenn man halt jemandem eine Freude machen möchte, wenn man das zum Beispiel auch als Mitbringsel sehen möchte oder so, dass man da definitiv jemanden auch glücklich mitmacht und dass man da im Prinzip auch schöne Sachen drin hat. Man hat hier halt nicht den ultimativen Bauspaß. Das darf man nicht vergessen, aber ich glaube, diese Illusion wurde uns mittlerweile ganz gut genommen von Lego, dass die halt immer weniger Bauspaß generell in ihren ganzen Geschichten drin haben, oder? Leider. Ihr Lieben, wie fandet ihr den Adventskalender? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wenn ich mich jetzt aktuell entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich eher so den Harry Potter nehmen. Den fand ich doch ein bisschen cooler. Vielleicht auch den Disney, aber da haben wir tatsächlich nicht so viele Bausachen drin, ne? Aber ich glaube, dass der Harry Potter jetzt aktuell noch von Lego bei mir auf Platz 1 steht. Genau, gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.